Hallöchen, meine lieben Fußballfreunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Ja, ne, wir sind ja eigentlich noch in der Planung für die nächste Saison, allerdings wissen wir ja immer noch nicht, wo wir genau spielen, obwohl, wenn man sich die Tabelle genauer anguckt, wir haben jetzt schon 11 Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Dann kann man sich schon denken, in welcher Richtung das geht nächste Saison, dass wir in der zweiten Liga wahrscheinlich spielen werden. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Spieler für die nächste Saison. Denn ich habe mir jetzt meine Oh, guck mal, hier sind auch noch Leute. Ole Kuiper zum Beispiel. Ja, auch nicht schlecht. Der Ole Kuiper. Können wir ja uns mal ganz kurz angucken, ja. Box-to-Box ist er nicht so für. Ja, man kann ja auch hier ändern in Mesala zum Beispiel. Ja, also da bin ich variabel. Dann hier Bemballa. Bemballa wäre auch eine richtig geile Alternative eigentlich. Box-to-Box, ja, Abschluss ist halt nicht stark. Weitschüsse auch nicht. Carrilero könnte man auch noch den einsetzen. Mesala kann der auch. Ne, Weitschüsse ist halt nicht so gut, wie gesagt. Und vorgeschobener Spielmacher könnte er auch von den Werten her. Nur Flair hat halt nicht so viel. Aber das ist jetzt nicht allzu wichtig. Zur Not ändern wir das einfach. Wir können auch einfach normaler zentraler Mittelfeldspieler machen. Können wir ja auch. Hier balleroberner Mittelfeldspieler. Da wäre auch richtig gut aufgehoben. Ist halt eine 299 Gehalt für nächste Saison. Spielt bei Darmstadt 19 Einsätze, eine Vorlage. Ist halt die Frage, ob er kommen wollen würde. Freut sich sehr durch. Ah, der hat Interesse. Vertrag läuft bald aus, somit können sie sofort. Bla bla bla. 402. Eieieiei. Ja, müssen wir gucken. 362 pro. Ah, nee, das ist. Nee, das ist zu viel für uns als Aufsteiger. Und dementsprechend müssen wir halt nochmal schauen hier. Hier sind auch noch gescoutete Spieler. Gazama, Stürmer. Ja, Abschluss ist halt, na gut, 19 Jahre jung. Wechselt nach Paris. Okay, dann hat sich das ja sowieso erledigt. Majulo, 20 Jahre alt. Zielspieler. Pressner Stürmer. Grundfitness, Sprunghöhe. Ja, der ist halt. Also, der ist halt groß, ne? Deswegen wäre eine Alternative. Der Majulo. Pressner Stürmer kann er auf jeden Fall. Der kann auch auf die Außen spielen. Also, ist er sehr flexibel eigentlich. Ne? 20 Jahre jung. Also, der. Den kann man echt nur aufbauen. Kieran Metang ist auch so ein Flügelspieler. Na, aber eigentlich brauchen wir erstmal für die Verteidigung welche. Ne? Wir haben ja jetzt den Köhl geholt für die nächste Saison, aber den werde ich wahrscheinlich erstmal verleihen. Dementsprechend. Aber wie gesagt, hier der Aygün Yıldırım. Ja, Mut hat er nicht so viel, ne? Wie gesagt, Majulu, der ist schon interessant. Können wir mal die Übersicht gucken. Egoistischer Spieler, hat im jungen Alter wahrscheinlich einige Probleme, sich an einem neuen Land anzupassen. Spricht die Sprache fließend, das ist immer die beste Basis eigentlich. Majulu, 20 Jahre alt. Wertmüller haben wir auch noch hier. Ja, Kraft hat er nicht so viel. Ne? Schnelligkeit ist er auch jetzt nicht, aber hier Abschluss. Also Knipser. Ist halt so ein Knipser-Typ, ne? Der Wertmüller. Einfach Gold richtig stehen. Das könnte der locker. Kopfballtechnik zählen. Da müsste man echt was aufbauen. Ja, Kape ist auch ein Stürmer. Aber der hat jetzt keine guten Werte für einen Stürmer. 18 Jahre jung. Er ist halt noch ein Talent. Ja, Majulo, wie gesagt, der ist richtig interessant, finde ich. Muss man halt gucken, ne? Ballername ist richtig stark, Kopfballtechnik.
Na gut, das ist jetzt für einen Zielspieler, aber wenn, dann wollen wir den als Pressener Stürmer. Einsatzfreude, ach so, ja gut. Da hat er gerade mal 5. Also ist ja hier so ein purer Zielspieler irgendwie, ne? Na gut, dann lassen wir das doch erstmal. Können wir tanken. Ja, da wäre er schon etwas besser. Allerdings die Kopfballtechnik ist halt nicht so groß. Ja, weil ich möchte schon, wenn dann ein Stürmer haben, der auch groß ist. Guck mal, hier ist Spreni, der wäre jetzt, der wäre richtig einer. Ne? Der wäre richtig nice, aber ja, wir können ja mal Verfügbarkeit. Gehalt ist fast 1 Million. Ja, also das ist 1 Million. Nee, das können wir nicht. Pullgrab. Kraft und Balance ist halt nicht so gut. Aber der ist richtig groß, der Junge. Der macht. Also nicht groß, aber Sprunghöhe. Also der ist kopfballstark. Abschluss eigentlich auch Kraft. Naja, Balance 7, Nervenstärke 8, Mut 7. Der ist auch so ein reiner Knipser, obwohl Nervenstärke ist jetzt auch nicht. Na, da kann man den eigentlich noch beibringen. Lo Kemper, der wechselt ja nach Braunschweig. Das wissen wir schon. Luca Baratta. 20 Jahre jung, 1,81 groß. Na, ja, da sind wir auch bei einigen. Na, haben wir uns angeguckt. Aber wie gesagt, na, da muss man echt schauen. Weil auch gehaltstechnisch, was da so klar geht, na. Ich sag mal so, der ist eigentlich nice, aber 1,80 groß, ne, Kopfballtechnik, der ist halt nicht kopfballstark, ne? Ohene Köhl haben wir ja für die nächste Saison. Allerdings, das Wichtigste ist erstmal auf Außen, ne? Würde ich sagen. Ja, der ist mir halt zu teuer. Ja, Wiekow, der spielt rechts. Wäre auch eine gute Alternative. Allerdings brauchen wir eigentlich für links einen. Ne, bei dem, ich habe mal vorher ab so geguckt, der Finnsson, der zum Beispiel gar kein Interesse zu uns zu wechseln. Ne, ich habe das jetzt nicht bei allen geguckt. Ich habe jetzt bei Finnsson zum Beispiel geguckt. Wem habe ich noch geguckt? Wem habe ich noch geguckt? Auch ein Stürmer war da, glaube ich. Oder ein Außenspieler, eins von beiden. Ja, da habe ich auch geguckt, aber naja, da wurde auch nichts draus. Hier der Wiekow zum Beispiel, der wäre schon interessant, ne, für rechts außen. Allerdings haben wir halt für links keinen, ne? Hier Kaderplaner habe ich jetzt nochmal auch geschaut. Da haben wir nur den Lannert. Ne, rechts haben wir den Goden und Lannert, weil der Lannert ja auch rechts spielen kann. Ne, dementsprechend. Naja, aber eigentlich brauchen wir auch für rechts noch einen. Wir brauchen für die Innenverteidigung einen, für rechts einen. Ne? Und deswegen. Der Marusic ist auch interessant. Der kann auch links spielen zur Not. Also wenn er links mal ausfällt, könnte er noch links einspringen. Aber ist jetzt auch nicht so stark. Ne? Der Marusic ist ein talentierter Spieler. Ne, 1,86 Sprunghöhe, Kopfballtechnik, ne, Tackling hat er 12. Wie gesagt, ist halt ein Talent, ne? Das ist halt die Frage. Hier, da gucke ich mir noch an. Keke Top, ja, Wollschläger, da bin ich auch noch am gucken. Ja, ich würde sagen, wir lassen noch die Woche und dann schauen wir mal weiter. Wir spielen ja jetzt gegen Hallescher FC erstmal. So, dann haben wir noch einen Physiotherapeut. Wieder mal. Bitter überdenkt seine Zukunft. Der Joshua Bitter bei Duisburg. So, Viktoria Köln gegen Freiburg die zweite. Weiterführung bei ihrer Interesse an Bembala. Möchte statt der ursprünglichen 402. Ja, jetzt will er weniger, ne? Obwohl, warte mal.
Mein Mandant ist nach wie vor seinen Transfer interessiert. Bla bla bla. Ich wende, weil dir für uns wichtig ist. Ich hoffe, dass Sie folgen. Sonst überlege ich es mir vielleicht zweimal, bevor ich ihn beim nächsten Mal an unsere Foren offen lege. Ja, ne? Also die wollen jetzt weniger Gehalt. Aber ist halt immer noch teuer, ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was so der Standardpreis für so einen Zweitligaspieler ist. 2-0 gewinnt erstmal Viktoria Köln gegen Freiburg. So, Hiller. Lakenmacher hat auch gut trainiert. Echt ein Lob. Sehr glücklich. Morgalla. So, dann gehen wir mal weiter, ne? So, da haben wir einige Spiele wieder. Gucken wir mal, was da rauskommt. Lex erleidet Krankheit. Ja gut, das ist jetzt nicht so wild. Ja, beginnt sich Sorgen zu machen, warum? Ich wollte sie nur darüber, dass einmal gerade etwas neben sich steht. Irgendwas bedrückt ihn und ich glaube, dies hängt mit seinem Wunsch zusammen hier einen neuen. Ach, der will einen neuen Vertrag. Der will echt einen neuen Vertrag, der Bursche. Warum? Der hat doch einen bis 24 Vertrag noch, ey. Und der ist jetzt auch nicht der gerade der Beste, ne? Kommt auch noch dazu. 20 Einsätze, 2 Tore, 6 Vorlagen. Okay, Vorlagen kann er. Konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was die gemacht haben. Ansonsten müsst ihr einmal auf Stopp drücken. Vorher, liebe Leute, damit ihr die Ergebnisse seht. War jetzt richtig schnell, aber naja, was soll man machen? So, Hallescher FC, Ratschlag. Den Ratschlag werde ich aber nicht beherzigen, weil ich mein eigenes System habe. Ja, der Deichmann, ne? Der ist verletzt, ne? Der kann nicht spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt verletzt ist. Lex nimmt wieder leichtes Training auf. Oh, spendiert Geldspritze. 130.000. Laufenden Kosten. Da hat jemand die Spendierhosen wieder an. So, Bayreuth gewinnt erstmal 1-0 gegen Zwickau und Ferl gegen Oldenburg 1-1. Und Oldenburg hat eine rote Karte kassiert. Das auch noch. Naja. So, Taktik. Ja, Deichmann. Der ist ja leider verletzt. Na, dann kommt Stendera dafür rein. Der Deichmann, der geht auf jeden Fall raus. Goden kommt auf die Bank. Goden kommt auf der rechten Seite. Und dann das Restliche lassen wir, würde ich sagen. Weil wir haben sowieso keinen Mittelfeldspieler, so einen richtigen. Wie lange ist der Deichmann nochmal verletzt? 8 Tage bis 3 Wochen. Stimmt, da war ja was. Wanzek wechselt nach Nöttingen. Alles klar. Do it. So, sehen Sie, mein aktueller Vertrag spiegelt meine Entwicklung nicht wider. Es wäre gut, in naher Zukunft mal über einen neuen Vertrag zu sprechen. Dass wir am Ende der Saison über einen besseren Vertrag verhandeln werden, dann haben wir nicht gleichzeitig den Stress mit unseren Spielern und der Vorbereitung darauf. Wenn sie meinen, genauso wertvoll zu sein wie einige andere Spieler des Kaders, dann müssen. Daher wird es jetzt erstmal kein Gespräch über einen neuen Vertrag geben. Ja, möchte nicht warten. Ja, du willst nicht warten. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Sie sind ein einflussreicher Spieler des Teams. Sollte belohnt werden. Ja. Muss ich leider auf meinen Standpunkt beharren. Einen neuen Vertrag gibt es nicht einfach so. Sie müssen sich das schon verdienen. Wir werden nicht über einen neuen Vertrag geben.
Ja, der ist gekränkt und der Berater ist streitlustig, ne, würde ich sagen. Ja, der Vrenetzi, ey. Jetzt kommt er mit dem Vertrag an, weißt du? Wir packen mal den Greilinger von Anfang an rein. Unzufrieden. Kocic kommt auf der Bank. Ja, dann bleibt er heute mal draußen, der Bursche. So einfach ist das. Alles klar. Ja, dann würde ich so lassen alles, ne? Okay. So, Taktik, kontrolliert, vorsichtig in Zweikämpfen, lange Abschläge. Ja, machen wir das mal, okay. Okay, dann machen wir mal. Auf zum Spiel. Warte mal. Verständnis hat der nicht so viel, ne? Ja, der Novak hat da auch kein Verständnis. Naja, okay. Dann schauen wir mal. Gegen Hallescher FC. Vrenetzi ist unzufrieden. Haben wir ja gesehen. Naja, gucken wir mal weiter. Jetzt erstmal, wie gesagt, gegen Hallescher FC. Gucken wir mal, was wir für Punkte daraus kriegen. Ich hoffe natürlich 3. So, Anstoß. Aber erstmal ein Fehler von Wein. So, jetzt erstmal Einwurf. Langer Einwurf. Novak. Kriegt den Ball nicht richtig. Tim Rieder. Kobylanski. Boden. Langer Ball auf Greilinger. Wir machen mal, warte mal, Taktik, ne? Stimmt, die haben noch flache Flanken an, ne? Variable Flanken. Spielen wir. War sehr schön, Greilinger. Auf Lakenmacher. Ah, der kriegt den Ball nicht. Kobylanski. So, Novak. Ah, schade. Der ja schon einen Treffer erzielt hat bei uns. Beim letzten, war das nicht in der letzten Folge sogar? Ich meine ja. Da hat er ja sein erstes Ligator geschossen. So, Verlat kriegt erstmal die gelbe Karte. So, wir jetzt wieder im Ballbesitz. Steinhardt. Auf Greilinger. Stendera. Auf Steinhardt. Ah, Lagenmacher kriegt den Ball ein bisschen, aber naja. Da war noch ein Gegner im Weg. Deswegen konnte er den nicht auf sein Tor ziehen. Rieder und Steinhardt mit guten Noten gerade. Jeweils über 7. So, Kobylanski. Rieder. So, sehr schön. Goden. Kobylanski. Langer Ball. Oh, Greilinger. Schade. Schöne Chance. Jetzt kam ja auch noch am Mikrofon. Ach, Mann. Kommt schon. Chancen haben wir auf jeden Fall einige. Kann man schon mal sagen. 5 Schüsse haben wir. Einen aufs Tor gerade mal. Müssen mehr aufs Tor. Kobylanski hat auch jetzt eine Note von 7,1. Goden jetzt mit dem Einwurf, Rieder, Kobylanski, Goden, Novak, Lakenmacher, Stendera auf Greilinger.
Und der macht die Bude. Dritte Saisontor für Fabian Greilinger. Sehr schön gemacht. Sehr gut, sehr gut. Da sehen wir nochmal. Sehr schön gemacht. Und dann Greilinger mit einem Kullerball eigentlich. Aber Tor ist Tor, ne? Ob das Kullerball war oder nicht. So, das überspringen wir mal. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal geduldig. Laut Anweisung. Kriegt er den Ball im Rücken. So, Novak auf Stendera. Der auf Greilinger wieder. Ah, schießt, aber es gibt wahrscheinlich Eckball. Ja, es gibt auch. Kann ja sein, dass der abseits gewesen ist, aber war nicht. Goden jetzt mit dem Eckball. Langer Ball. Lakenmacher. Jawohl. 0:2. Endlich haben sie mal die Ecken verinnerlicht. Mann, erstes Eckentor. Premiere ist das, ey. Sehr schön gemacht. Diesmal hat die Ecke geklappt. Mann, Mann, Mann. 0:2, liebe Leute. Können wir nochmal loben, die Mannschaft. So, Greilinger holt sich den Ball wieder. Schießt, aber deutlich drüber. Ah, der Greilinger ist richtig motiviert, ne? 0:2 zur Halbzeit. Und so können wir auch in der zweiten Hälfte spielen. So, Tim Rieder. Wein, Novak, Goden. Kubilanski, Novak, Stendera, Greilinger, langer Ball auf Lakenmacher, aber da war er ja zu optimistisch um Greilinger. Jetzt sind wir wieder im Ballbesitz. Kubilanski rennt durch. Goden. Stendera. Ah, schade. Schade, schade. Gelbe Karte für Niedfeld. Ein Hallescher FC. Werde ich wahrscheinlich gleich den Lang einsetzen. Ui! Der Ball ging locker durch, aber keine Gefahr für den Hiller, weil dafür war der Abschluss zu schlecht. Im gegnerischen Spieler. So, jetzt gibt es erstmal einen Standard für uns wieder. Goden. Mit dem Eckball. Ah, diesmal kommt er nicht so gut an. Stendera. Langer Ball auf Kubilanski. Schade. Weit am Tor vorbei. Gibt Abstoß. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal aus. Wie gesagt, Lang kommt mal für Verlat, würde ich sagen. Dann kommt der Vrenici nochmal rein für Kubilanski. Der Greilinger spielt mal heute durch, würde ich sagen. Außer er verletzt sich gleich irgendwie. Mogala soll für Tim Rieder. Wegen der Gelbsperre, ach so. Ja gut, da ist jetzt nicht so wichtig. Dafür haben wir ja den Mogala ja noch. So, Lang erstmal. Auf Tim Rieder. Langer Ball auf Vrenici. Goden. Wein. Ball auf Steinhardt. Ja, der Ball war nicht gut von Steinhardt. Hat der Gegner direkt abgeblockt. Oh, da ist das 1:2. Sebastian Müller, der Torschütze. Eieieiei, das haben sie aber auch gut ausgespielt. Ich würde sagen, der Mogala kommt auch mal für Tim Rieder rein. Eieieiei. Freitag soll für Novak. Hat etwas abbekommen. Ei, der ist auch nicht gut.
Wir machen da gleich anders. Der Langmacher kommt gleich da rein. So, lang auf Steinhardt. Stendera verliert den Ball. Ah, jetzt sind sie noch mal ein bisschen motivierter, die Hallescher. Aber Hiller kriegt den. Aber Boliki stand im Abseits. So, dann würde ich sagen, Stendera kommt dahin. Lakenmacher kommt mal hier rein. Und dann kommt der Skenderovic rein. Ja. Alles klar. Zimmerschied hat sich verletzt von den Gegnern. So, Freistoß, Wein. Schade. Hat der Keeper gehalten. Aber da gibt es nochmal einen Eckball. Getreten von Goden. Na, schade. Ja, bleibt er beim 1:2? Machen wir vielleicht noch einen Treffer? Oder macht Halle noch einen Treffer? Wir hoffen es nicht. So, jetzt erstmal Einwurf für uns wieder. Skenderovic auf Renezi. Nochmal Goden. Der schießt! Oh, Pfosten! Schade! Nochmal Renezi. Ja, sehr schade. Hätte das 1:3 werden können. Also das, der Siegestreffer. Wein jetzt. Ah, schade. Guter Freistoß. Aber Kopfball war auch ganz okay, aber der ging halt drüber. So, noch eine Minute Nachspielzeit. So, jetzt kommt wieder Halle. Ah, letzte Chance wahrscheinlich. Aber den kriegen wir raus. Nein, doch nicht. Renezi kriegt den nicht. Herzog mit einem weiten Ball abgeblockt. Aber es gibt nochmal Eckball. Für Hallescher FC. Lindehahn. Den kriegen wir raus. Aber der Ball ist noch heiß. Samson schießt, aber der Ball fliegt ins Aus. Und das Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen 1:2, ganz knapp gegen Halle. Sehr knapp. Aber gewonnen ist gewonnen ist gewonnen. Greilinger und Langmacher, die Torschützen, und Sebastian Müller auf der Gegenseite. 5 bis 6 Tage ist Novak verletzt. Ah ja. Ist natürlich nicht so gut. Becke hier verkündet Abschied, alles klar. 11. Woche, Rieder, Goden, die beiden. Rieder und Goden, das freut mich auf jeden Fall. So, Verletzungsbericht, Lannert 5 Wochen bis 3 Monate noch, Deichmann 7 Tage bis 3 Wochen, Novak 1 bis 4 Tage und Syr 5 Wochen bis 2 Monate. Naja, wird eng, ne? Wichtige Termine im März. Haben wir zum Beispiel das Spiel gegen Viktoria Köln, Duisburg, Elversberg, spielen wir Aue, Dortmund 2 und Ingolstadt. Spieler des Monats, Stendera. Ja, sehr schön. Einsätze 4, Torvorlagen 4. Elas ist auf Platz 3, Verlat auf Platz 2. Da gratulieren wir erstmal den Stendera. So, dann machen wir noch den Tag fertig, würde ich sagen. Und dann beenden wir schon die Folge. So, 2, ja, Leistung, das ist gut. Wein und Hiller sind in der Führungsspieler jetzt. Ja, schon mal gut. Kevin Ehlers, ja. Note 1, ne? Interesse an Leihe, kein Interesse. Transfer schon. Aber die Frage ist halt, was für ein Budget wir haben, ne? Das ist halt die Frage. Der hat halt einen Marktwert von 150 bis 1,5 Millionen. Marusic, 2 plus Fähigkeit, 2 Abfindung, 0. Also Interesse am Transfer zweifelhaft. Gehalt ist jetzt nicht so hoch. Achso, ja, die gehen davon aus wegen linker Verteidiger, ne? Aber eigentlich würde ich den ja für einen Innenverteidiger holen. Entscheidung 10, Konzentration 10, Übersicht 10. Er ist auf jeden Fall noch, kann er auf jeden Fall aufbauen.
Der wäre richtig geil, ey. Der Elas, ey. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, liebe Leute. Ne? Ich würde den schon gerne nächste Saison bei uns sehen. Aber da müssen wir gucken, wie viel Transferbudget wir nächste Saison haben. Na, da kommt auch drauf an. Und je nachdem, können wir denn uns den leisten oder nicht. Na, oder eine Leihe mit Kaufoption machen, geht auch. Na? Oder ab hier, die, ab so viele Spiele greift die Pflicht. Na, oder wir können einen Raten machen, ne? Geht auch. Aber es ist halt die Frage, ob das Präsidium uns zustimmt. Das ist auch immer die Frage. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da spielen wir gegen Viktoria Köln. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was wir da reißen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier den Außenverteidiger Wiekow schon verpflichte oder so für die nächste Saison. Aber ich gucke mal. Oder ich warte noch auf die anderen Scouts für Quedraogo und Wollschläger und so weiter. Von daher, seid gespannt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange tschüss und bis dann.